Das war die SR-Karte. Oh je. Und man hat ein Kauflimit von 10. Das heißt, man kann nicht mal alle haben. Geh fucking geh. Ey, geheime Passage zum Schatz. Brauche ich nicht mehr, aber ist cool. Okay. Oh, Junge. Okay, so ein Sangan wäre noch geil. Ansonsten. Mauer der Störung habe ich, glaube ich, schon dreimal. Nein, jetzt habe ich sie dreimal. Oh, okay. So, maybe einen Cosmic, maybe einen Sangan. So, es hat krass geleuchtet, das heißt, hier gibt es nur Crap. Okay, König des Sumpfes. Habe ich schon zweimal. Brauche ich in dem Sinne nicht mehr, aber ist okay. Beschwer mich nicht. Six Samurai ist so strong, immer noch. What the fuck? So, jetzt kommt Ancient Gears, Junge. Jetzt klatschen die richtig. So, wir legen den Geist. Aktivieren die Fusion. Dünnen unser Deck aus. Ballern den Hiebdrachen raus. Ist übrigens immer geil, ne? Ich ziehe jedes Mal den scheiß Rotauge und jedes Mal die Königin. Also irgendwie in letzter Zeit haben wir immer mindestens zwei Monster auf der Hand, die ich nicht beschwören kann. So. Six Sams hat jetzt nicht mehr so viele gute Matchups deswegen auf Tier 3. Wegen dem schwarzen Metalldrache sind die Tier 2, weil du so ein Equip bekommst, ohne anzugreifen. Ah, stimmt, und den habe ich halt noch nicht, ne? True. Stimmt, eine der wichtigsten Karten fehlt mir eigentlich noch. Der Typ ignoriert meinen Effekt, ne? Weil er in der Battle Phase keine Effekteaktivierung zulässt. Oder ist er einfach immun? Ne, man kann nichts aktivieren. Das heißt auch sein Effekt. Ancient Gears bumst Red Eyes, ne? Kann das sein? Ja. Juckt den absolut gar nicht. Red Eye. Warum ist Ancient Kiss? Okay, Ancient Kiss ist auf Tier 3. Direkt danach, von daher. Absolut verständlich. Ja gut, dann ne, war's das jetzt mit dem guten Willen, Alter. Die Sache ist die, ich kann jetzt keine Dingens mehr. Oh, ich hätte die andere Falle holen sollen. Ah, wobei, Ansturm ist das Einzige, was jetzt gerade irgendwie noch. Na? Kann ich aus dem Friedhof holen? Von deinem Deck in die Verteidigungsposition, okay. In der nächsten Runde greift er mich mit dem Ding an.
Leider kann ich die Falle noch nicht aktivieren, aber das ist okay. Jetzt verliere ich wenigstens nur 800 anstatt fucking 1700 oder was auch immer. Und er kriegt sein Monster trotzdem verbannt. Na, Digga. Oh mein Gott. Ich hätte toggeln müssen, ne? Ich hätte einfach toggeln müssen, Junge. Aber okay, kann ich jetzt die Königin beschwören? Vom Friedhof? Dann hat er nämlich jetzt verloren. Bruder, was machst du? So, Ende Gelände, Junge. So, leider hat er meinen Red Eyes gerade zerstört. Das ist in Ordnung. Aber jetzt ist es meine Zeit anzugreifen. Und deswegen liebe ich Amazonen. Er hat noch eine Falk. Er hat noch eine Backrow. Was hat er noch für eine Backrow? Er hat irgendwas. Ich habe den Delay gesehen. Er hat keinen Kugelkuribo, hat keine Karte auf der Hand. Das heißt, er muss eine Backrow-Karte haben. Wenn er eine Mauer der Störung hat, Junge, dann ist vorbei. Er könnte Kanadier amazonische Königin umdrehen und dann meine Amazone killen. Spätestens in der nächsten Runde war es das. So, oh, ich hätte nicht aufdecken sollen. Er hat einen Galaxiezyklon liegen. Er kann jetzt den Scheiß sogar noch aktivieren. Ah, ich hatte Angst vor Twister, dass er da irgendwie noch einen Twister hat. Hat er einen Twister? Er hat einen Twister! Hä? Ja gut, dann hätte es eh keinen Unterschied gemacht. Dann hätte es eh keinen Unterschied gemacht. Will ich den beschwören? Ich meine, why not, ne? Ich meine, ich fresse jetzt wieder 500 Damage für nichts, aber... Ich hätte ihn nicht beschwören müssen. Man sollte Effekte nicht immer nutzen, nur weil man es kann. Hat mir nichts gebracht. Gar nichts. Wenigstens wissen wir jetzt, was seine Backrow für eine Karte ist. Und er bleibt im Angriff. Das heißt, wir machen 300 mehr Damage. In der nächsten Runde ist er tot. Er kann nicht mehr gewinnen. Er müsste das Ding töten, selbst wenn er Kanadier hat und das Teil zudeckt und das killen kann. War es vorbei. Er hat eine Karte noch auf der Hand. Amazonen, Jungs und Mädels. Amazonen sind Gamechanger. Vor allem die Königin hier, Alter. Das hat sich so krass gelohnt, May auf Level 45 zu leveln. Digga. Jetzt ein Lava-Golem, ne? Ja, und jetzt? KO'd er noch das da und holt sich noch einen dritten Drachen. Und jetzt? Juckt die Amazonen nicht, Bruder. Die Amazonen leben nicht in dem Patriarchat von heute. Juckt nicht! Oh shit, der Junge kann durchschlagen, ne? Der Junge kann durchschlagen, weil er eine Dingens... Weil er eine Antriebsmonster dafür geopfert hat. Das war gerade gefährlich. Das war gerade echt gefährlich. So, kriege ich jetzt eine Fähigkeit, Alter? Ich krieg nichts!
Nada! Das meinte ich mit der Doppelbeschwörung, weil wenn sie gecrushed wird, kannst du noch ein Red Ice rufen. Hm. So, ich hoffe, dass wir jetzt einfach wieder mal richtig schön die Red Eyes spielen können. Alla! Alla! Aber ohne Skill ins Rank zu gehen, ne, irgendwie High Platin noch irgendwie da rumpimmeln wollen. Mit einem halbfertigen Red Eyes Deck ist halt schon ein bisschen Suicide. So, da ist er wieder, der Dr. Valiant Crawler. We form this tag team to hunt the Egyptian god cards. Let me educate you on the fact that duelists like you. So, was haben wir? Er ist am Zug. Kann ich eigentlich Amazonische Prinzessin beschwören und danach die Fusion aktivieren? Oder kann ich kein anderes Monster in der Runde? Ne? Weil bei Neos geht das. Man kann nur nach Neos nicht mehr beschwören, aber davor geht's. Geht das bei Red Eyes, bei der Fusion, oder? Nein, dann geht Fusi nicht mehr. Okay. Das ist eine sehr gute Info. Man muss sich also entscheiden. Und deswegen ist die rotäugige Fusion auch nicht ganz so krass wie Neos, ne? Muss man einfach sagen. Obwohl der zweidingselige Drache wiederum fast besser ist. Neos Fusion ist schon stark. I don't know. Man kann halt negieren. So. Lustig, dass Blue Eyes gerade auf Platz 1 ist im Meta. Blue Eyes ist das Deck, was damals auf Platz 1 war, als ich angefangen habe zu spielen. Naja gut, es war nicht Platz 1, aber es war so ein super krasses Deck, was für eine kurze Zeit mega stark war. Und Blue Eyes war mein allererstes Deck, was ich hatte in Duel Links. Und jetzt ist es einfach Platz 1 im Meta. Das ist witzig. So. Alright, jetzt bin ich gespannt. Wir schmeißen den Blitz auf den Friedhof. Will ich den Blitz dann holen, wenn er... seinen Ancient Gear Reactor Dragon hat, ne? Weil den kann ich dann kaputten. Ansonsten kann ich den Ancient Gear Reactor Dragon nicht töten. Das heißt, den hole ich nicht jetzt. Und ich lege auch nicht die Fallenkarte jetzt, weil sonst hat er irgendwie einen Doppelzyklon und dann war es das wieder komplett. Wir machen einfach mal den hier. Es ist halt so eine 50-50, ne? Das da könnte jetzt ein Doppelzyklon sein. Und dann dürfte ich die Karte nicht legen. Wah, wah. Wah, wah. Soll ich die Karte legen, Leute? Ah, okay. Wir greifen einfach mal an. Warte mal, kann die Amazone auch durch Doppelzyklon zerstört werden? Das wäre tatsächlich ein bisschen... Du bist ein Pisser, Alter. Ich hätte die Scheißkarte legen sollen. Aber warte mal, wenn ich jetzt Annihilate... Ich meine, die Amazone ist so oder so weg. Wenn ich Annihilate, wird es doch annulliert. LOL. Ha! Ha! Oh shit! Okay. Das ist nicht gut für ihn. Er hat seinen Doppelzyklon weggeballert. Und wir haben immer noch unsere Rückkehr. Ich glaube, das war's, Junge. Ich glaube, actually, das war's.
So, wir dünnen das Deck aus, holen noch so eine oder so. Bruder, ich glaube, das war's. Du kannst jetzt mit allen Doppelzyklonen kommen, die du hast, Junge. Ich habe 3 Bombenfallenkarten für dich. Jede einzelne ist crazy AF. Oh, warte mal, ich gewinne einfach. Ha! Disconnected er jetzt? Disconnected er jetzt auf meinen Arsch, Alter? Was ein Butthurt Ancient Gear Spieler. Come on, boy. War schon gut so, wie du es gemacht hast, sonst hätte er vor dem Angriff, sonst hätte es vor dem Angriff gemacht. So. Und wieder keinen Effekt, ne? Wieder keinen Skill bekommen. God damn it. God diggity damn. Blue Eyes ist auch der Liebling der Yu-Gi-Oh!-Macher. Es kriegt immer guten Support. Wart mal ab, bis Chaos Maxi irgendwann rauskommt. Chaos Maxi? Ist das eine Blue Eyes Karte? Hast du schon das Toon Red Eyes Deck gesehen? Nein, ich habe noch, also ich habe die Red Eyes Toon Karte natürlich, aber die Karte habe ich noch nie gesehen. Hat der Oja? Oh, er hat ein Ojama Deck. Er hat ein Ojama Deck, der Junge. Okay, wir spielen defensiv. Einmal die Amazone raus. Im nächsten Zug können wir angreifen mit der Prinzessin und dann können wir auch instant die Königin holen. Und dann haben wir alle Amazonen auf dem Feld. Die haben zwar überhaupt keinen Red-Eye-Support auf der Hand gerade, aber das ist okay. So, aktivieren wir mal den hier, den Lachs. Alright. An der Stelle entscheiden wir uns für den vollen Amazonen, für die volle Amazonen-Power. Kasimir, dankeschön! Dankeschön für den Support! Herzlichen Dank für die Subscription. Ja. Der hat instant aufgegeben, als er gesehen hat, wie viele Leute hier subscriben. Und wieder keine Fähigkeit! Goddammit! Ich habe noch 10 Fähigkeiten. Mir fehlen 10 Fähigkeiten mit Lumis und Lusubla. Wie die auch immer heißen, die beiden. 10 Fähigkeiten. Ich bin jetzt schon seit wie lange? 2 Stunden 15 Minuten bin ich hier am Grinden und habe keine einzige, eine Fähigkeit bekommen. Katz, Kartenziege, Spür hoch. The fuck, Digga. So, Yami Yugi im Gegnerteam. Oh, wir kriegen Platin 5, wenn wir gewinnen. Und dann geht's wieder ab ins Legendary, vielleicht, wenn wir ein bisschen gewinnen. Ja, moin, die schlechteste Hand ever. Ja, leck mich doch am Zückerle. Wobei, so schlecht ist die Hand nicht. Ich muss mal auf An machen, weil die Hex auf An, weil dann kann ich eine Amazone instant beschwören in der Angriffs. Nee, hier. Er hat 25 Karten auf dem Deck. Beziehungsweise 30 Karten. Was könnte der spielen, der Junge? Was könnte der spielen? Okay, amazonische Königin, du musst es jetzt reißen. Amazonische Königin, du musst es jetzt reißen, Junge. Oder Mädel, mit deinen großen Füßen. Amazonische Königin ist schon fucking cool, ne? Sehr cooles Design, muss man sagen. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Okay, Löwigator. Are you sure about that? Ha! Und zwar im Angriffsmodus! Denied. Na, greifst du weiterhin an?
So, Bruder, jetzt geht's ab. Jetzt rasten wir komplett aus. Rotäugiger Einblick! Auf dem Friedhof, Junge. Zack. Oh, warte mal, der Scheiß bringt mir gar nichts, wenn ich kein Red Eyes auf dem Feld habe, ne? Ha! Will ich ihn angreifen? Will ich ihn angreifen? Habe ich einen Grund, ihn anzugreifen? Ehrlich gesagt, nein, oder? Ich könnte auch in die Verteidigung, ich könnte auch einfach switchen in die Death-Position. Soll ich ihn angreifen? Es ist nur der Kampf, der entscheidet, ob ich Platin 5 komme oder nicht. Komm, scheiß drauf, wir gehen rein. We go in. Wir vertrauen unserer Amazone. Komm, dreh sie um. Dreh sie um, die Wall of the Digger. Ah, Entkräftigungsschild. Okay. 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 I'll take it. Entkräftigungsschild hätten wir sowieso fressen müssen. So oder so. Ja, ich hätte definitiv eine Fusion holen sollen. Das war ein Missplay. Die Karte bringt mir gar nichts. Er bekommt 700 Artika, okay. Aber er wird verbannt, wenn er mich angreift. Weißer Schleier. Kann dein Gegner bis zum Ende des Damage Steps keine Fallenkarten aktivieren? Oh! Das ist... Oh. Verstehe. Ich verstehe. Was ist das für ein Deck, Digga? Noch nie gesehen. Auch diesen Schleier habe ich noch nie gesehen. I draw! So, und jetzt holen wir uns die Drecksfusion, Junge. Jetzt holen wir sie uns. Einmal den da und... Was für eine Fallenkarte versteckt er da, der Junge? Was für eine Fallenkarte versteckt der Junge da, Mann? Ey, Digga, spätestens in der nächsten Runde blas ich dir deinen Kopf weg. Da blas ich dir den Kopf weg. Du wirst nicht mehr verstehen, wo oben und unten ist, Junge. Können wir noch ein bisschen falsch verstehen, aber gut. Wenn du den Blitz schon weggelegt hast, werf die Retros weg, weil die Red Eyes sind Fusionsfodder. Die sind sonst tot. Oh, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay. Alright. Zack. So, was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt, Junge? Erstmal den Löwigator wegballern. Bro, aktivier oder aktivier nicht? Du kassierst jetzt zwei Riesenwatschen, Junge. Aktiviere du den Lachs. So, was macht das noch gleich? 300, falls es angreift, erhält es nur während der Schadensberechnung. Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Rüste das Gewählte mit dieser Karte aus. Es erhält 300 ATK, falls es angreift. Es erhält nur wegen der Schadensberechnung. Okay, falls es angreift. Das heißt, wir müssen das Teil jetzt angreifen. Sonst zerflext er mich in der nächsten Runde.
Kann ich den aktivieren? Kann ich. Okay. Willst du mich verarschen, Digga? Was ist denn das für eine Rex-Karte dort hinten, Mann? Was ist das für eine Dreckskarte? Solange dein ausgerüstetes Monster kämpft, bis zum Ende des Damage Stack keine Zauber- und Fallenkarten aktivieren. Wenn ein Angriff deklariert wird, an dem das ausgerüstete Monster beteiligt ist, Effekte von Zauber- und Fallen, die dein Gegner kontrolliert, bleiben bis zum Ende des Damage Steps annulliert. Spielfeld verlässt, wenn das keine Zauber- und Fallenkarten zerstören. What the fuck, Digga? Hat er sich gerade selbst gekillt? Hat er. Lol. Ja gut, ich meine, ich step dann einfach mal in den fucking Verteidigungsmodus und warte, bis meine Amazone kommt. Ne? Das Game lasse ich mir definitiv nicht nehmen von dem Jungen. Obwohl, der hat 5700 Life Points, ne? Ich liebe die Amazone. Ich liebe die Amazone. Es tut mir leid. Er kann nichts mehr machen. Er hat scheinbar basiert sein ganzes Deck. Scheinbar basiert sein ganzes Deck auf, ey, ich habe ein Monster und ich baller eine Ausrüstung drauf und noch eine Ausrüstung drauf und noch eine Ausrüstung drauf. Und seine ganzen Zauber- und Fallenkartenplätze sind weg. Also er kann nichts machen. Er hat verloren. Das war's. GG. Außer er kriegt irgendwie seine... Er hat alle seine Karten verstopft. Außer er hat irgendwie ein Monster wie ein Insekten, hier diesen blöden Käfer, ne, der umdreht und dann einfach durch Effekt zerstört. Ansonsten kann der nicht mehr gewinnen, der Junge. Was willst du denn battlen? Und das bringt dir was? GG! Du hast verloren, Junge! Platin 5 gehört mir. Ey, Amazonen, ne? Fucking Amazonen. Wo sind die eigentlich im Meta? Amazonen waren ja, glaube ich, mal Platz 2 nach Sixam. So, wie sieht's aus? Soll ich eine Rotäugige? Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht mehr. Weil ich mein Rotauge vom Friedhof geworfen hab. Wie so ein Trottel, ey. Bra! So, Minion. Na, hast du noch was zu sagen? In zwei Runden bist du tot. Amazonen sind auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf Platz 7? Spellbooks ist auf Platz 6 vor Amazonen? In welcher fucking Welt? Haben Spellbooks wieder Support bekommen? Oder wie? Ja, Amazonen-Stall mit Golem war ein super Matchup gegen Sam. Ah, deswegen. Weil sie ein sehr, sehr gutes Matchup gegen Six Samurai waren. Verstehe. So, Bruder, beende hier, ne? Wo gibt's diese Meta-Übersicht? Auf Duel Links Meta. .com. Neos ist auf 4. 1 ist Blue Eyes, 2 ist Red Eyes, 3 ist Ancient Gear, 4 ist Neos, 5 ist Six Samurai, 6 ist Spellbooks, 7 ist Amazonen, 8 ist Fellsöldner? Fellsöldner auf 8? 9 ist Subterror. 10 ist Cyberdark, 11 ist Busterblader und 12 ist Koakimeru. Und eine danach ist Masked Heroes, und also Masken wechseln, und eine danach ist Stromberg. Ey, mit Stromberg bin ich Legendary 3 gekommen, ne? Und da habe ich nicht mehr weitergespielt. Alter, Nemphis ist 4, hier, fucking 20 oder so. Vampires ist noch tiefer. Gem Knights ist noch tiefer.
Junge, Gem Knights ist so tief unten. It's insane.